Dann müssen wir sie mich die ganze Zeit rumschleppen. Also wir müssen hier ein Destillierapparat und wir werden so schnell keinen finden. Die gibt es nämlich nicht so oft. So. Hier haben wir auch noch Arzneikräuter, da kann ich auch gleich verarbeiten. Und Morgenglanzblumen, zack. Nehmen wir natürlich so ein Ding mal. Kombinieren es damit. Versuchen wir mal einen Heiltrank zu brauen. Dazu fehlt es mir noch an Fähigkeiten. Objektwissen 50 brauchen wir dafür, okay. Na gut, dann müssen wir dann später mal herkommen. Ah, das können wir mitnehmen. Also Gifte können wir schon machen. Den Rest müssen wir dann skillen, damit wir auch bessere Tränke machen können. Weil wenn wir mal einen richtigen Kampf haben, dann brauchen wir auch Tränke. So, wir können hier rein. Wir haben auf jeden Fall Gift, das können wir dann auf unser Schwert machen, glaube ich. Können wir mal gucken, ob das funktioniert. So, auf mein Kurzschwert. Also dann. Diese Waffe ist jetzt vergiftet. Okay, also wir haben jetzt ein vergiftetes leichtes Schwert. Schön. So. Und den müssen wir noch verkaufen. Das können wir kurz trinken. Zack. So, dann haben wir noch ein bisschen Platz. Das können wir hier auch noch runterpacken. Die Äpfel können wir hier hochpacken. Ja, dann geht's so langsam. Wir haben einen Schlüssel gekriegt, okay. Gehen wir natürlich rein. Gut. So. Aber ich glaube, er hat nichts dagegen, wenn wir mal die Heiltränke mitnehmen. Gut, er hat nichts dagegen gehabt. Oh, Runen! Moment, ich speichere mal kurz ab. Nicht, dass wir die nehmen und dann kriegen wir Ärger. Wir brauchen... Oh, Cetrus nehmen wir mit. Tar haben wir schon. Vitae. Mega. Okay, die nehmen wir auch mit. Hihi. So. Wobei, wir können den Rest doch verkaufen. Er guckt eh gerade nicht hin. Dann verkaufen wir die auf dem Markt. Haben wir ein bisschen Geld. Wir sind so diebisch. So, was können wir denn jetzt zaubern? Ui, wir können echt viel zaubern. Nachtsicht haben wir jetzt dazu gekriegt. Das kennen wir ja schon. Heilen, wir können uns jetzt heilen. Mit Mega Vitae. Feuerball kennen wir schon. Auch ein Zaubern. Gegengift. Da brauchen wir also die Gegengift-Tränke brauchen wir gar nicht, wenn wir uns selbst wieder entgiften können durch den Zauber. Das ist Nie und Cetrius oder was? Was war das? Okay. Was haben wir noch? Verwirren. Wir können Gegner verwirren. Tarnkappe, uns unsichtbar machen. Feuerwelle, das war, glaube ich, eine richtig heftige Fähigkeit. Kostet aber dafür sehr viel Mana. Feuersturm, wow, das ist sogar noch heftiger. Das ist mega arm, mega jock. Das dürfen wir natürlich nur einsetzen, wenn keine anderen in der Nähe sind. Oh, was ist denn das? Das ist wie so ein Stück Stein, der hier eingesperrt ist. Kommen wir nicht ran. Ah, Auran zaubern. Wollen wir es mal probieren? Auran zaubern. Nie und Spatium. Hä? Geht irgendwie nicht. Schade. Oh, eine Ratte. Gut. So, danke für das Buch. Dann gehen wir mal nach oben. Observatorium. Applaus, Applaus. Ein Treppenhaus. Sollen wir jetzt noch da hochstiefeln? Ach du Scheiße. Oh, wer ist das denn? Ich bin der neue Astronom. Ich war Assistent des armen Phalan Orbi Planax. Seit er tot ist, tue ich mein Bestes, dieses Observatorium in Betrieb zu halten. Das ist so Subiberus. Verschlossen. Da kommen wir nicht ran, schade. Ich will auch nicht jetzt einfach stehlen, sonst bringt er mich um.
Warte mal, können wir die noch weiter ausfragen? Sueberis, was könnt ihr mir über die Rituale sagen? Wisst ihr, wer Phalan Orbiplanax getötet hat? Also, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich bin auch ein Neuling auf meinem Gebiet. Und letztendlich hasse ich Gewalt. Aber dein Spitzbart. Und wir wissen alle, dass Leute mit Spitzbart nicht zu trauen sind. Muss ich mir gleich meinen Bart kratzen? Bei dieser Erkenntnis. Aber es war jetzt immer so gewesen. Wir sollten ihn im Auge behalten. So wie Berus. Aber er ist ein Neuling. Also kann der uns auch nicht so viel helfen. So, wir haben auf jeden Fall eine Notiz bekommen und einen Schlüssel. Vielleicht ist das ja für einen Raum einen bestimmten. Aber wir kamen ja eigentlich... Na gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal verkaufen. Gucken, ob der Juve da ist. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Achso, wir müssen jetzt eigentlich nur diese Dinge rausfinden. Wir können uns aber auch frei entfalten. Wir können auch außerhalb der Hauptquest auch noch andere Sachen machen. Wir können uns also ein bisschen noch umsehen. Und Zeitquests machen. Wir können zum Beispiel zu Greul noch gehen. Und denen das Buch geben. Ich glaube, wir gehen zu Greul, oder? Wäre, glaube ich, besser. Weil dann hat der sein Buch und ist glücklich. Und wir haben dann wieder eine Quest geschafft, was uns Erfahrung gibt. Also erstmal verkaufen und dann gehen wir über den Außenposten. Ich weiß ja nicht, was. Ich glaube, so über den Außenposten wäre sogar am schnellsten. So Kreu. Da müssen wir nicht den ganzen Weg latschen. So. Oh nö, oder? Hast den Laden zugemacht? Verzeihung, ich kann euch heute nichts verkaufen. Ich muss nun schließen. Ach, Mann. Braucht ihr einen Heiler? Nein, ich bin nicht krank. Es ist wegen meiner kleinen Tochter Shani. Seit gestern vermisse ich sie und ich kann nicht mehr denken vor lauter Sorge. Sie wird vermisst? Sie spielte auf der anderen Seite des Platzes bei den Juwelieren, aber sie kam nicht mehr zurück. Niemand hat sie gesehen und die Wachen sind mit den Angriffen der Ilsiden viel zu beschäftigt, um sich darum zu kümmern. Ich werde herausfinden, was eurer Tochter passiert ist. Oh, ich danke euch. Ihr seid vom Himmel geschickt, Reisender. Wir haben eine Quest bekommen. Shani ist weg, okay. Marias Tochter Shani ist verschwunden. Maria bat mich, nach ihr zu suchen. Sie könnte in Gefahr sein. Sie hat also hier gespielt. Wir gehen mal zum Juwelier, wenn der da ist. Seht euch meine Waren an und bedient euch selbst. Ich bediene mich immer selbst. So. So, dann können wir auch die Dinger hier verkaufen. Ah, oh, das hat ganz gut Geld gegeben. Heilen. Ich weiß ja nicht, ob wir den eigentlich noch brauchen, den Spruch. Weil wir können uns ja selbst heilen, brauchen wir den ja nicht als Schriftrolle. Kostet aber als Schriftrolle kein Mana. Das ist der Vorteil. So, den Heiltrank können wir hier rüberpacken. Den Stein können wir hier verkaufen. Ich will gerne wissen, wofür der ist. Also, falls es jemand weiß, ich weiß es nicht mehr. Ich muss das erstmal selbst rausfinden. Können wir den zermalen irgendwie? Nee. Das ist bestimmt auch wichtig. Hat hier vielleicht jemand was gesehen? Geht, oder ich werde die Wachen rufen. Oh, hier kann man reingehen. Ich dachte, ich hätte ein Geräusch gehört. Lasst uns von hier verschwinden. Ich hatte auch die Stimme von Cartman. Oh, was ist denn das? Eine Halskette, Geld und ein Buch. Nun, da ihr ein wertvolles Geschenk für unseren Gott gefunden habt, können wir das Ritual durchführen. Ich warte morgen früh um 10 Uhr auf euch in der vierten Ebene beim Schlangenpfeiler. Von dort aus führe ich euch in die geheime Halle, wo wir die 5000 Söhne der Bestie aufwecken können. Achtet darauf, nicht verfolgt zu werden. Das nehme ich mal mit. Diese Information. Morgen früh um 10 Uhr auf euch in der vierten Ebene beim Schlangenpfeiler. Waren wir denn überhaupt schon mal in der vierten Ebene? Schlangenpfeiler in der vierten Ebene? Ich kann mir schon vorstellen, was das... Okay, hier drin waren sie. Sie haben Shani wahrscheinlich mitgenommen und als Ritualopfer nehmen sie.
sie. Kann ich mir vorstellen. Wir müssen sie da rausholen. Und sie hat was mit den Ritualen dann wahrscheinlich zu tun. Oh, sie ist doch hier drin und verkauft. Schön. Können wir doch nochmal ein bisschen Zeug verkaufen, kaufen. Ich will jetzt nicht unbedingt Mana-Tränke kaufen, aber... Mensch, mach sie doch mal billiger für mich. Das kann man auch verkaufen. Landschaften außen, wir könnten wir verkaufen, machen wir aber nicht. So. Seil. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? Knochenpulver. Kann man auch noch ein bisschen verkaufen. Eigentlich brauchen wir das Knochenpulver gar nicht mittlerweile. Also nicht so viel jedenfalls. Kaufen wir das mal ein bisschen. So. Jetzt haben wir noch Wassertränke. Ein bisschen Brot. So, das brauchen wir ja nicht. Fisch brauchen wir auch erstmal nicht. Da am Schakar hat auch nicht rumgemeckert, dass er Hunger hätte. Dann möchte ich erstmal kurz den Kuchen. So. Kann da nicht mehr rummeckern. So, dann können wir auch das noch verkaufen. So, dann haben wir die Bücher hier. Haben wir auch nochmal Fisch und Brot. So. Immer schön alles ordentlich machen. Sorry, aber ich bin da echt pingelig. Wir haben jetzt sowieso ein bisschen mehr Platz, aber... Ich will trotzdem gern alles in Ordnung haben. Wir haben leider nicht das richtige Buch gefunden. Also wir können jetzt noch in die nächste Ebene gehen. So. Jetzt haben wir über fast 3000 Gold. Sehr schön. Sparen wir mal auf, falls wir wieder Runen kaufen wollen. So, kurzer Save. Also müssen wir jetzt erstmal zu Kreu gehen und dann gehen wir in die andere Ebene. Ich gucke mal auf die Karte, wie das aussieht. Vierte Ebene. Ne, da waren wir noch gar nicht. Wir waren noch gar nicht in die vierte Ebene. Das ist die dritte Ebene. Das ist die, also wir sind jetzt in der ersten. Und hier haben wir mehrere Punkte, sehe ich gerade. Warte mal. Bankbesitzer. Miguel, der Schmied. Tafiok, der Ladenbesitzer. Und Maria war hier. War Maria, die Ladenbesitzerin. Gary. Und da hängt sich meine Aufnahme wieder auf. Na, schön. Und da sind wir wieder bei Arx Fertelles. Das war ein kleiner Schnitt. Natürlich nicht geplant. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber bei Arx Fertelles hat öfters mal das Problem, dass es mal einfach mal abschmiert. Selbst mit aufgepatchter Version. Aber das ist nicht schlimm. Wir können jetzt nämlich den normalen Weg über den Außenposten nehmen, um wieder zurückzukommen. Wir hatten ja vorgehabt, in die Ebene 4 zu gehen. War es Ebene 4? Das war eben eine Firma. Können wir mal gucken. War das hier? Ne, das war diese Reihenfolge, die wir noch rausfinden müssen. In der vierten Ebene. Okay. Gut, dann gehen wir mal in die vierte Ebene und versuchen rauszufinden, wo die Tochter sich befindet. Für euch ist das ja natürlich bestimmt nicht so lange her, die Folge. Für mich ist es schon ein bisschen her, dass ich weiterspiele. Aber das macht nichts, denn ich bin voller Elan und voller Energie und wir werden uns der Sache natürlich annehmen. So, dann gucken wir mal in den Außenposten rein. Mir fällt gerade auf, dass die Karte weg ist. Was denn? Oh! Und diese verdammten Fledermäuse. So, die Karte war weg. Jetzt ist sie wieder da. Schön. War hier irgendwas? Oh, eine Ratte. Rippchen brauchen wir nicht mehr, also ich lasse diesmal liegen. Weil wir haben genug zu essen und die machen wirklich nur das Inventar voll. Also wir befinden uns jetzt glaube ich wieder auf Ebene 2, wenn ich mich nicht irre. Und da hinten ist es der Außenposten, den sie noch nicht so richtig aufgeräumt haben. Mal das Feuer aus. Muss ja nicht alles hier brennen. So, und jetzt können wir uns auch den Köcher holen.
Hier ist eine Wache, also die haben auf jeden Fall schon Verstärkung geschickt. Oh, da ist er doch, Ortchen. Loyal für alle Zeit. Schön für dich. So. Hier war erst ein Tagebuch, was wir noch lesen konnten. Und hier waren ein Köcher voller Pfeile. So. So sieht unser Schwert momentan aus. Ich glaube, ich werde die Waffen mal in die untere Kategorie schmeißen. Weil die ein bisschen mehr Platz einnehmen. Das lasse ich erstmal hier. So. Also so sieht das aus. Man hat dann einen Bogen. Und man kann dann auch damit schießen.